So, machen wir jetzt weiter. Entschuldigung fürs Warten in den Stream. Übrigens ist mein durchschnittlicher Herzpuls schon ein bisschen gesunken, dadurch, dass ich jetzt immer laufe. Immer. Die paar Mal laufen war. Wir gehen jetzt nach Spiffenmore, was natürlich wahrscheinlich eine Ableitung von Gryffindor sein soll und beziehungsweise eigentlich Hogwarts sein soll. Es ist eine Zauberakademie und sie leidet unter dem Fluch maroder Einrichtungen, einem mächtigen Feind und natürlich auch einem echten Fluch. Du, 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 du. Es gibt viele Dinge, die ich als Zauberei bezeichnen würde. Mayonnaise? Zauberei. Radiowellen? Zauberei. Mitschüler in Frösche verwandeln? Definitiv Zauberei. Grüße an unsere magisch bewanderten Mitmenschen am Spiffenmore College. So anders als wir sind die dort gar nicht. Bam, bam. Vom Schicksal auserwählt, damit bist du gemeint. Wir kommen im Spiffenmore, wo den Studierenden der Zauberei eine neue Verwaltung prophezeit wurde, die sie aus einer Zeit bemerkenswerter Missgeschicke in eine neue Ära ereignisloser Entspannung führen wird. Die in Ungnade gefallene ehemalige Studentin Nefaria von Mampf, die ihr Versagen in der Tränkeabschlussprüfung noch immer nicht verkraftet hat, hat den Campus mit Flüchen, Invasionen und unablässiger Belästigung in den finanziellen Ruin getrieben. Und leider gibt es keine Sprüche, die Berge von dringend benötigtem Geld herbeizaubern können. Zauberkunst und dunkle Kunst. Achtung, wer dumme Fragen Oh hi, stellt, du bist wohl neu angestellt. Der Auserwählte, stimmt's? Das sagt, du bist, Achso, das sagst du bestimmt zu all deinen Erzfeinden. Ich bin Nefaria von Mampf, der Stachel in deinem Fleisch, der Backstein in deinem Wäschetrockner. Ich bin die Frau, der für alles, was mit Spiffenmore nicht stimmt, die Schuld gegeben wird. Denn wer sonst sollte den Studierenden zeigen, dass das Leben hart und Universitäten dumm sind? Du etwa? Ja klar. Nimm einen Kredit auf. Du kannst deine Cashflow-Probleme ganz einfach lösen, indem du einen Kredit aufnimmst. Doch Vorsicht, du musst jeden Monat eine Rate zahlen, bis der Kredit komplett weg ist. Du kannst natürlich auch jederzeit die volle Summe zurückbezahlen. Besucher dazu einfach den Kredit schirmen. Das haben wir schon auf andere Missionen gemacht. Aber das wird wohl hier die Mission sein, wo man einfach ganz schwierig erstmal an Geld kommt. Du hast einen Kredit aufgenommen. Haha, es wäre eine Schande, wenn der Campus unter der Last des Tilgungsplans zusammenbrechen würde. Ja, mit Gegnern, die so töricht sind wie du, hat man als Bösewicht ein leichtes Spiel. Und was machst du? Die könnten einfach Dollar aufteilen. So könnte man natürlich Zimmer auch einrichten, aber ich mache ja immer riesige Schlafräume. Junge. Scheiße, die meint es manchmal wirklich zu gut. Einfach vom Aufbau wirklich schrecklich. Verschwenden so viel Platz mit dem Vorlesungssaal zum Beispiel da oben.
Und wenigstens auf Stufe 2. Und einen dunkle Kunstdozenten. Lehrer der dunklen Künste. So, Studiengänge gelten als schwer. Stimmt auch beide, ja. Dementsprechend hart wird es natürlich für die Studenten. Ich habe die Zukunft gesehen und in deiner regnet es Feuer vom Himmel. Das ist zwar sehr schade, aber ich irre mich nie. Und dann habe ich den Zauber selbst gewirkt. Und ich habe den Zauber selbst gewirkt. Viel Spaß noch. Manche Katastrophen sind natürlichen Ursprungs, andere haben übernatürliche Ursachen. Das hängt immer ganz davon ab, wer du bist und wen du verärgert hast. Vergiss nicht, ein Campus definiert sich nicht durch seine Katastrophen, sondern dadurch, wie er sie bewältigt. Ich habe dir mal wieder einen Meteorschauer geschickt. Denk an mich, wenn es Feuer vom Himmel regnet. Willkommen bei Radio Two Point, wo wir einen wahrlich glorreichen Tag erleben. Warum? Weil ich, Sir Nigel Bickleworth, in ein Mikrofon spreche. Spüren Sie das? Hören Sie mich? Ist das Ding überhaupt an? Ehrlich, Dennis, wenn es wieder aus ist, tunke ich dich persönlich in deinen Tee. Wir prüfen eben, ob ich tatsächlich auf Sendung bin und dann geht es sofort weiter mit der schlüpfrig schönen Beschallung. Hausmeister für die Reparatur am Rednerpult gebraucht. Danke. Das Leben auf dem Campus kann sehr schwer sein, vor allem wenn böse Zauberer ihr Unwesen treiben. Aber manche Probleme lassen sich mit Hilfe der richtigen Sitzgelegenheit und eines verständnisvollen Ohrs lösen. Baue ein Seelsorgezimmer und stelle einen Assistent oder eine Assistentin mit Ausbildung in Seelsorge ein. Das ist das, was ich sogar vorher in der Mission mal angedeutet habe, dass sowas bestimmt noch kommen wird. Achtung! Erst einschreiben, dann studieren. Die Einschreibung ist jetzt offen für dunkle Kunst. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Das war, glaube ich, Uni 3, wo du was angedeutet hast. Das kann alles gut sein. Gibt es jetzt nicht irgendeine Form von Teppich? Studierende werden gebeten, sich nicht. So komme ich auf 3. Sebastian Mason, du wirst Seelsorger. Und zwar nur Seelsorger. Behebe ein Seelsorgerproblem. Gereizt, wird durch jemanden Feindseligen verursacht. Ich werde hier immer verprügelt an der Schule. Ein Typen ohne Nase. Ja, den kenne ich. Lord Gecko Lord. Nein, das passt nicht. Wie kommt die Jugend von heute darauf, vom stillen Örtchen aus eine komplette Radiosendung auf die Beine stellen zu wollen? Welch Anmaßung! Früher musste man sich jahrelang abrackern. Wie viele Sandwiches habe ich geschmiert? Zauber sind ein launisches Völkchen, so heißt es zumindest. Es ist einfach so verlockend, wenn man diese magischen Kräfte besitzt und die Welt einfach so, nun, du weißt schon. Zauberer sind manchmal einfach böse. Manche mehr, andere weniger. Erwischt ist einfach so.
Es wäre eine Schande, wenn jemand deine Studenten stets reizen würde. Ups. Damit ich überhaupt auch nur ein Mikrofon berühren durfte. Diese lächerlichen kleinen Autodidakten glauben wohl, es brauche nicht mehr als Talent, Charme und technologisches. Ach, hier brauchen wir wieder Heizungen. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Hier steht ein fetter Kessel in der Mitte. Anpassen. Die Tür kommt noch da. Ah. Da unten ist mich total unsinnig. Oh, die lieben Wilchi-Unterkünften, wenn die nicht so groß sind. Sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Vielleicht sollte ich doch kleine Räume bauen in Zukunft. Effektiv bleiben wir aber auch erstmal im Plus. Er hat aber auch keine Dusche und keine Toiletten. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Mal kurz Pause. Und beide Vorlesungsräume hier so hin. Moment, noch anders. Komm her, verkauf dich einfach und dich duplizieren wir. Bevor ich mich jetzt hier doof picke. So, ein Hausmeister mit Mechanikerausbildung. Wobei, jetzt schon Upgrade zu fahren. Wenn noch etwas begriffsstutziger Neffe Kevin entführte mich neulich in die Welt. Der Videospiel. Lass mal gut sein. Für Bickleburst Bewertungen habe ich den neuesten Teil der Haxenhexer-Serie gespielt und fühlte mich dabei bald von allen guten Geistern verlassen. Ich habe eigentlich Platz gemacht, weil ich ja Toilette und Badezimmer bauen wollte. Die Spielinhalte geradezu obszön. Für die ordinäre Jugend von heute mag das ansprechend sein, aber ich ziehe meine Unterhaltung weniger fett aufgetragen vor. Es gibt nur einen von 5 magischen Edelsteinen. Doch, der Stream von gestern existiert. Du musst aber bei Videos reingucken. Ich musste den Stream leider runternehmen und musste den schneiden und wieder hochladen. Weil ich später vergessen habe, den Stream auszumachen. Und ich habe dann eine E-Mail gezeigt, die ich nicht zeigen durfte. Und deshalb musste ich das ganze Ding runterholen. Klasse Vinefire-Story übrigens. Dankeschön. Ja, es war auch wirklich lustig.
Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Vielleicht wollen sie ja Zauberschüler häufiger waschen als Ritter. Der riecht ja auch wegen dem Fenster, weil dahinter nichts ist. Häufige Fragen. Nein, wir werden keine Freunde. Also, danke für den Hinweis. Sehr gerne. Da ist der Stream halt komplett von gestern drin. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Naja, es gehört alles nicht zum Zimmer. Aber wenn ich schon mal den Mülleimer in der Hand habe, kann ich das auch eben überall setzen. Wir müssen auch noch Essensstationen bauen. Dämlicher Mülleimer. Ich mache immer den gleichen Fehler beim Mülleimer setzen. Wir von Bungle so wissen, was junge Leute von einem Auto wollen. Unabhängigkeit. Was? Achso, wir haben Eindringlinge. Also brauchen wir hier auch ein Security. Also kommen böse Zauberer und greifen das uns an. In Freiheit. Hinweis, was macht der bei dem? Ach, der spritzt ihn auch nur ab. Ah, hätte ja auch sein können, dass die sich mit dem Zauberstab bekämpfen. Oh nein, es sieht ganz danach aus, als stünde wie eine Unwetterfront bevor. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Nee, ich will keine Bücherwürmer sammeln. Haben meine Anhänger dir jemals angetan? Ach so, stimmt ja. Behandle sie nächstes Mal besser, sonst komme ich selbst vorbei. Wobei, eher nicht. Es gibt Essen. Stell alle hin.
Auch ein Arbeitsklo muss immer kalt sein. Weil sonst hocken die den ganzen Tag da drin. Nachrichten und der Kontroverse um Bildungsminister Tarquin Foxbridge, der offizielle Regierungsdokumente als Taschentuch missbraucht haben soll. Für mich steht zweifelsfrei fest, dass eine Gruppe Studenten die Bilder manipuliert oder gefälscht hat. Dennoch hagelt von allen Seiten Kritik auf den armen Minister. Und warum? Weil er irgendwas auf einem Foto macht? Für mich ist das ein glasklarer Fall von Hexenjagd. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Die Dinger nicht in die Mitte stellen. Dann gibt's halt Musik in der Mitte. Gesehen, es gibt auch eine große Heizung. Gucken wir mal, wie viel effizienter die ist. Keine Ahnung, ob die es besser war. Leute, ja, ein bisschen. So, durchschnittliche Studentenunterhaltung von 50%. Das sollten wir auch mit dem iPhone-Event schon hinkriegen. Schön, ich kennst du deinen, fass bloß nicht meinen Hut an. Der will da eine Bank haben. Gleicht für gewöhnlich einer Einbahnstraße. Und so sollte es auch sein. Denn was verstehen Sie schon vom Radio? Dennoch ist heute einer dieser seltenen Momente, in denen wir Sie, den Zuhörer, in den Mittelpunkt stellen. Ich bin Ihr Kummerkasten. Das Balsam für Ihren Juckreiz. Die Antwort auf all Ihre Fragen. Ich höre zu. Und schon ist die Zeit vorbei. Aber nach einer kurzen Unterbrechung kommen wir definitiv zu Ihren Problemen. Okay? Okay.
Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Und die steht hier einfach nirgendwo rum. Nein, will ich nicht. Jemand hat ein medizinisches Problem. Und da habe ich bestimmt auch keinen, der das machen kann zurzeit. Einer Klinikmitarbeiter. Was Marcel noch Instandhaltung voranbringt. Ja, wäre schön und gut, hätte ich auch Bock drauf, auf das Zimmer. Aber wir haben nur 37.000. Wir müssen erstmal das restliche Jahr jetzt abwarten und dann müssen wir ja schon wieder weiter ausbauen. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Warum wollte eigentlich die schlechteren Automaten haben? Die extra nicht gebaut. Weil an sich ersetzen die anderen Automaten die komplett. Und geben sogar zum Beispiel der Energy-Automat gibt dir auch Energie zurück. Es ist wieder soweit. Sir Nigel Bickleworth wird zum Kummerkasten für ihre Probleme. Heute schreibt uns Felony Bockdropper, ich habe massenhaft Arbeit vor mir, kann mich bei dem Lärmen meiner Wohnung aber nicht konzentrieren. Nun, Felony, ich würde ja einen Tapetenwechsel empfehlen. Arbeiten Sie doch in der Bibliothek. Guten Abend, oder Dragon. Billardraum. Da achten wir mal nicht drauf beim Monster Hunter zocken und dann fängt der früher an. Lesen Sie im großen Salon. Zu Hause sind Sie König, also nutzen Sie alle Ecken und Winkel. Genauso bin auch ich durch schwere Zeiten gekommen. Eindringlinge gesichtet, ihr wisst, was zu tun ist. Das Jahresende naht. Ihr könnt ja, ich weiß, dass ich Upgrades machen könnte. Wertung ist jetzt verfügbar. Bitte keine unerlaubte Panik. Nein, ist einer durchgefallen. Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal... Mich schon gefragt, wie lange es wohl dauern wird, bis du es merkst. Unglaublich, dass du tatsächlich die Zauberei vergessen hast und du willst ein Bildungsspezialist sein. Man sollte meinen, dass dir ihre... dass mir ihre Duelle Sorgen bereiten würden. Tun sie aber nicht. So muss ich es ihnen schon nicht mehr beibringen, wenn sie dann irgendwann für mich arbeiten.
Ich brauche so oder so bedeutend mehr. Das ist erstmal auf den ersten. Anhänger von Nefaria von Mampf. Aber ich muss jetzt einiges bauen. Nehmen wir noch einen Kredit auf. Investition in die Zukunft. Lieber einen, der nur... wie heißt das? Nur für Bücherei zuständig wäre. So, Zaubereidozent. Dunkle Kunst. Nochmal dunkle Kunst. Wir brauchen eine weitere Tränkeküche. Möchte ich gerne mal hier in die Ecke schieben. Nehmen wir gleich auch die bessere Heizung. Fällt Ihnen, was Sie hören? Natürlich tut es das. Also rufen Sie uns doch an und sagen Sie es dem Produzenten. Jüngsten Studien zufolge haben wir nämlich 97% Zufallshörer. Oder auch Collard. So, machen wir es doch so. Dann schiebe ich euch in die Mitte, dann kommt die Tür hier nach unten. Doch da vor die Wand. Blub, blub. So, dann können wir den Vorlesungssaal daneben setzen. Ein kleines Stück zurück, dann kommt die Heizung in die Mitte. Dann ist der auch fertig und jetzt brauchen wir nur noch ein Zauberzimmer. Hörer, wie ich sie nenne. Dennoch glaube ich fest daran, dass jeder Radiobeitrag irgendwo auch 6x6 von irgendjemandem gefunden wird, der in einem Stall voller Säue nach Perlen suchte. Ohne Scheiß, ich habe keinen Platz dafür. Wurde. Also, herzlichen Glückwunsch.
dem Absichtshörer des Tages. Genießt den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Das ist schon okay. Guten Abend, Dunlock. Folgejahr starten. Und los. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Haxenhexer-Automat. Achtung! Erst einschreiben, dann. Ich habe auch jetzt erst gesehen, dass der on ist. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nicht gedacht, dass das so skandalös ist, dass ich mal online bin. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Musste aufstehen vom Sofa. Ich kann mich nicht häufig genug dafür entschuldigen. Ich hoffe, du hast dir nicht unnötig wehgetan. Gleich drum. Erstmal der Rosengarten hier in der Ecke. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. Ja, gehst du einen weiter. So, ach, das gehört hier rein. Egal, sie hatten eh den Platz. Es gibt anscheinend nichts, was, was die Lernleistung verbessert hier in der Tränkeschule. Alles nur Attraktivität. Oder einfach Deko. Und also will ich nur auf die Lehrer drauf an. Zum Reinigen verstopfter Toiletten und benötigt. Los! Wunderbar. Da wird der erste einen Club haben. Sah jedenfalls so aus. Aber im Club, da musst du auch fürs Anwerben. Bei manchen Clubs muss vorne halt einer stehen. Also muss ich noch mehr Assistenten holen. Achtung! Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten.
Ich habe eh schon so wenige. Ah, der ist gut. Bibliothek zusätzlich. Bam, 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 bam. Chat ist wieder so leise. Man muss einfach scheiße sein. Muss mehr Sachen sagen, die euch voll triggern. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Nee. Nicht bauen. Was willst du denn lesen, lieber Proof? Was so in eurem Leben läuft? Das ist der Sound von Two Point County, hier bei Two Point Radio. Sie hören Radio Two Point, das spirituelle Zuhause ihrer Ohren. Heute haben wir eine Brainstorming-Sendung für Sie. Doch erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Gönnen wir uns ein Bad in diesem akustischen Balsam und machen wir uns danach entspannt ans Werk. Eindringlinge gesichtet, ihr wisst, was zu tun ist. Ihn ein Zauberstab in die Nase rammen. Ich schaue interessiert zu, was passiert. Mich stört gerade, dass ich noch kein Weiterbildungsgebäude habe. Jetzt habe ich mal das neue Grundstück mit einem Gebäude gebaut, weil ich möchte gerne meine bestehenden Zauberer natürlich auch upgraden. Aber Weiterbildung ist teuer, der Raum. Guten Abend, Klinator. Nee, gute Bildung ist nicht teuer, es ist einfach. Am Anfang hast du halt immer. Ja, erstmal kein Geld. Später wird's besser. Guck mal, das wird schon mal ein bisschen die Noten verbessern. Wunsch nach einem Besenständer. Ich hätte auch gern einen Besenständer. Mein Besen steht nämlich immer einfach so rum. Der Gemüsekiosk. Die Kiosk-Sachen will ich auch noch nicht bauen, dann brauche ich auch neue Leute. Was für ein Besen hast du denn? Ein Baldrian. Ich gehe doch mal zu Gamescom im Baby Blocksberg Cosplay. Ei,
Eilmeldung. Ich habe mich auf etwas Scharfes gesetzt. Was es war und welche Folgen es haben wird, steht noch nicht fest. Aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich dachte, der hat einen Hitlerbart. Entschuldigung. Aber der hat nur seinen Kopf nach hinten gelehnt. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. So, Karrierefortschritt, dunkle Kunst. Deine Fantasie, ey. Wir sind hier alle so düster. Geistige Studenten schreiben mit. Ich muss dazu sagen, wir haben auch immer mitgeschrieben. Das war aber auch das Einzige, was ich gemacht habe. Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Yeah, ich habe eine Schlangenstatue gesehen. Nachhilfe. Und ja, Nachhilferaum kriege ich sogar noch hin. Das war's dann. Zurzeit gibt's keinen Dozenten, der Nachhilfe geben kann, beziehungsweise dafür eine Fähigkeit hat. Das schreibt man mal in Proof, liest eh nur die Hälfte. Oh, Entschuldigung. In meinem Leben geht derzeit gar nichts, weil Diskusabriss im Handgelenk kann keine Minute selber irgendwas spielen. Das ist ja richtig kacke. Er hatte auch mal Schmerzen, vor allem hier in dem, im Handballen und hier hinten. Das hat sich aber irgendwann erübrigt wieder. Ich war beim Arzt. Doch dieser Vorfall wird mich nicht von zukünftigen Stechpalmen-Experimenten abhalten. Oh nein! Studiengebühren sind. Aber die haben nichts gefunden. Selbst beim MRT war halt nichts zu sehen. Und ja, wir sind gleich durch hier. Und steht schon auf, weil er weiß, es ist so die Zeit für spazieren gehen langsam. Unschöne Umgebung. Ja, wegen dem Meteorschauer. Mir wurde es erst beim zweiten MRT gefunden. Ja, weil die Probleme halt bestehen bleiben. Aber mir hat sich das dann irgendwann erledigt. Das Personal wird gebeten, Hand ist einfach abgefallen. Yeah, Gottlob schuldenfrei. Thank you.
eingeschränkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Okay, du machst dir Sorgen, dass du durchfällst. Und dein Gemüsekiosk. Du willst dir eine Stange Geld verdienen? Aber die Börse ist dir zu langweilig? Investiere in BungleCoin. Genau wie andere fiktive Kryptowährungen. Nur mit 40% weniger gesättigten Fettsäuren. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Und drei werden anscheinend durchfallen. Und ja, sowas kann sich echt lange ziehen, vor allem bei den Handgelenken. Dafür sind die Zahlen. Wenn du über den Raum gehst hier, kannst du sehen, wer in der Warteschlange drin ist. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Ja, dieses Jahr sind definitiv wieder welche durchgefallen, ja, zwei. Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Da würde ich einen neuen Raumbereich brauchen, bei der dunklen Kunst nicht. Warum auch immer. Ich will ja auch ein bisschen mehr Geld verdienen jetzt im neuen Jahr. Also gehen wir mal eine Stufe höher. Also ein Kollege von mir hatte Sehnscheidentzündung mal gehabt und der war in der Band und alles. Und der war auch richtig am Arsch damit. Das war in seiner Zivi-Zeit. Und dann war der irgendwie monatelang krankgeschrieben. Und durfte halt mit dem Arm auch nichts machen. Er hat dazu dann gern gesagt, ist voll scheiße. Kannst nicht mal wichsen, wenn der rechte Arm es ist. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Das Studienjahr beginnt. Ich hoffe, ihr habt alle genug Stifte. Wo er recht hat, hat er recht. So, die Studenten wollen schönere Studentenunterkünfte haben. Habe ich die gar nicht gebaut. Hier haben sie sogar nur Prestige 3. Und einfach mal die Teppiche. So, dann ist das auf 5 schon mal. Ja, die Betten stehen schief, weil ich diese nicht gebaut habe.
Das ist ja vorgebaut worden und das wurde wahrscheinlich so alles so ein bisschen schräg da drin gebaut, damit das ein bisschen hübscher aus, also ein bisschen echter wirkt. Aber wer stellt denn ein Bett schräg auf? Im normalen Leben. Oh, was haben wir gelacht? Mehr zeitloses Radio nach dieser geschmeidigen Nummer. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Verbrennen draußen! Wieder kein Dozent mit Fähigkeit Nachhilfe. Noch ein Hausmeister, der Security ist. Geil, ich könnte eine Ausbildung wählen, ohne dass ich überhaupt das Ding gebaut habe für Ausbildung. Also Weiterbildung. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herr G. Chefkoch Ricky hier mit dem Häppchen des Tages. Träumen Sie unterwegs manchmal auch von einem gekochten Ei? Zum Beispiel, wenn Sie gefrustet im Stau sitzen. Nun, Ihre Träume können wahr werden, denn Eier haben eine Hülle oder auch Schale, die sie schützt. Ich habe gerade selbst 2 gekochte Eier in der Tasche. Probieren Sie es einfach einmal aus. So, ist das 10% Bonus auf das Lernvermögen. Ich denke mal, das wird die Weiterbildung ein bisschen beschleunigen. Und die Verbesserung ja sowieso. Weiterbildung starten. Was wäre mir jetzt denn wichtig? Ihr alle besser werdet. Achso, die Studienstufe ist 3 und deshalb kann ich maximal auf 3 hochgehen, beziehungsweise auf 1. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass eigentlich der Anfang erfüllt ist.
und ich jetzt keine Angst mehr haben muss. Also es wird halt einfach laufen ab jetzt. Es kostet einfach Zeit. Heute so früh, hast du Pläne für später? Ich bin so früh gewesen, weil ich noch ein bisschen Two Point Campus spielen wollte und später spielen wir das Western-Spiel weiter. Aber ich muss jetzt gleich nochmal mit dem Hund eben los und ja, das war die Intention dahinter. Ich muss ja auch langsam mal wieder in den Flow kommen. Gesundheit. Und wo wir gerade darüber reden, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Nämlich zu breaken und das hier dann nächstes Mal weiterzumachen und ja, meinen Salat mal zu machen. Heute gibt es nämlich nur Salat. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Fetter Daumen hoch für die Streamzeit. Ja, fetter Daumen hoch, für dass ich jetzt auch wieder aufhöre.